Es gibt in meinem Leben heute ein Schlagwort: Globalisierung. Wie lange geht es, bis das Volk merkt, dass die, wo da die Fäden ziehen, alles Milliardäre sind? Erwartet tatsächlich, dass Milliardäre für Gott arbeiten? Hat nicht der Heiland gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher das Himmelreich bekommt oder hineinkommt. Aber eben, da ist ja noch Gott, der kann auch der Reiche bei ihm um Hilfe suchen. Was auf euch wartet, das ist der gläserne Mensch. Elektroauto, na, als Beispiel, kann alles mit Computer berechnet werden, wo du bist mit dem Auto. Sie können es auch abstellen. Geht nicht mehr lang, ist alles. Und daran arbeiten sie, das WEF, Davos, alles ist doch nur Globalisierung, weil die hohen Herren haben Angst, weil sie schon merken, da unten gibt es schon welche, die anfangen rebellieren. Deshalb möchte ich so bald als möglich alle unter Kontrolle bringen. Und der Oberste, der da dafür ist, ist Satan selbst. Man gibt immer Gott Schuld, wenn Strafen oder irgendwas passiert. Warum gibt es nicht mal dem Teufel die Schuld? Satan. Er macht das. Und wir geben ihm die Möglichkeit, indem wir von Gott uns abwenden. Es gibt einen Gott und einen Abgott. Einer von beiden habt ihr. Entweder der Gott im Himmel, der Dreifaltige, eine, oder den Abgott Leviathan, Luzifer, Satan genannt. Wir kommen nicht drum herum. Und die Kräfte momentan von der Hölle sind urgewaltig hier auf Erden. Und das Volk macht heute nur die Hände im Sack. Vielleicht einmal auf Ausstand, aber ich meine nicht Krieg, ich meine nicht zuschlagen. Manchmal ging es schneller, ja. Sondern von Gott erbitten. Dann kommt noch etwas. Das macht mir auch große Sorgen. Wenn ich gesehen habe, wann man die Politiker gewählt hat, in die Regierung, viele, die nicht so machen, sondern nur so, sie auf ihr menschliche Ding wollen sie bauen. Da hat der Heiland ein ganz klares Wort gesagt. Bei Matthäus steht, wer nun mich bekennt vor den Menschen, auch so, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wenn du stirbst und stehst vor Gott, Vater, den kenne ich nicht. Er ist so freizügig, Gott, dass er sagt, du hast den Teufel gehorcht, du darfst zu ihm gehen. Das ist dein Vater. Du wolltest mich ja nicht. Und ich sage es noch einmal, es wird immer wieder Gott etwas vorgeworfen. Die Menschheit hat alles vollbracht. Diese, was überhaupt noch was kommt. Dieses Unglück und alles auf Erden, Katastrophen, alles.
Ich würde fast sagen, das hat weder Gott noch den Teufel gemacht, sondern ihr, die Menschheit. Denn Maria, die Mutter des Herrn, hat an verschiedenen Orten, vorwiegend in Lazarett, gewarnt: Kinder, geht zurück zu Gott. Tut wieder, was er wünscht. Wenn ihr es nicht tut, dann passiert das und das und das und das. Und die Menschheit hat nicht darauf reagiert. Und jetzt ist der größte Teil, noch nicht alles, eingetroffen. Weil die Kirche, selbst bei der Maria, ja, das muss man jetzt anders verstehen, das ist so und so gemeint. Ja, was soll den Kindern da? Kinder sollen mir, dem Bischof, etwas sagen. Der Stolz. Wir wissen, woher der Stolz kommt. Luzifer. Jetzt kommt alles. Also wir sind schuld, die Menschheit ist schuld. Aber weil es eben von Gott weg ist, hat der Teufel Anrecht, das auszuführen. Denn Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch die Gerechtigkeit von A bis Z. Und noch einmal, die Politiker, wenn die ohne Gott sind, nicht glauben, und sie wollen etwas bauen in der Politik, in der Regierung, hat nicht der Herr gesagt, wer nicht auf dem Felsen baut, der auf dem Sand baut, wer nicht mit Gott baut, baut auf Sand und wird, kann nicht gut werden. Das Wort Gottes ist ja ein Fels. Und da kann Sturm und Regen kommen, das bleibt im Felsen. Also, warum wählt man denn solche Dinge ohne Gott, die nicht an Gott glauben? Denn da müsste sicher sein, dass das nicht zu Ungunsten ist, was sie machen. Ja, Satan tatsächlich, aber er darf das tun, denn er hat Anrechte, die die Menschen, die nicht an Gott glauben oder wider Gott handeln, gegen Gottes Gebote, da hat der Teufel Recht. Und wir vergessen nicht, er ist der gewaltigste Engel gewesen. Man hat an verschiedenen Orten ihn sogar als Vizekönig des Himmels. Er war urgewaltig. Eine Schönheit. Und jetzt genau das Gegenteil. Jeder, der nicht nach Gottes Willen, wenn er das weiß, handelt, hat der Teufel Recht dazu zu greifen. Weil Gott auch gerecht ist. Aber er darf nur so weit zugreifen, als Gott es auch zulässt.